Das Thema Embodiment ist aktuell ja absolut im Trend, was prinzipiell fantastisch ist. Und ich bin absolut der Meinung, dass das ein Thema ist, das mehr in die Welt nach draußen gehen muss. Aber wenn es um das Thema Embodiment geht, kursieren so ein paar Tipps und Empfehlungen und Embodiment-Übungen, die zwar vom Prinzip her richtig gedacht oder gemeint sind, aber in der Realität leider ganz oft zu mehr Disembodiment führen, also dazu, dass wir noch weniger Zugang zu uns selber haben und damit auch unser Nervensystem stressen. Und warum das so ist und wie eine Embodiment-Praxis aussehen kann, um wirklich näher zu dir selbst zu kommen, genau darum geht's heute. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um dich und deinen Seinszustand als Unternehmerin. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen heute wirklich mal wieder das Thema Embodiment so als Schwerpunktthema, beziehungsweise wenn ich von Embodiment spreche, meine ich ja auch immer Neuroembodiment, wozu ich nachher noch ein bisschen mehr sage, aber wirklich so dieses Embodiment mit dem Schwerpunkt oder Fokus aufs Nervensystem. Und das Thema ist so entstanden, dass ich neulich in einer Unterhaltung war, wo dann das Thema Embodiment aufkam und es irgendwie auch darum ging, was denn Embodiment für mich ist und was ich generell finde, was Embodiment ist und was eben nicht. Und in dem Zusammenhang eben haben wir auch darüber geredet, dass Embodiment ja so ein Hype ist und wirklich ganz viele, und ich sehe das vor allem in der Online-Business-Welt, jetzt mit Embodiment werben oder über Embodiment sprechen. Einfach, ich glaube halt, weil das so ein Hype ist und dann springen wir halt auf den Zug auf. Es klingt cool. Und ganz viel von dem hat aber am Ende einfach nicht wirklich was mit Embodiment zu tun. Und wie ich es in dem Intro auch schon gesagt habe, ganz viele von diesen Tipps können am Ende zu mehr Disembodiment führen, also dazu, dass wir den Zugang zu uns selber noch mehr verlieren. Und ich mag erstmal anschauen, was ist Embodiment denn generell? Und es gibt ganz unterschiedliche Definitionen. Und das finde ich eben bei dem Thema auch total wichtig, dass wir das für uns selber erleben und dann unsere eigene Definition von Embodiment für uns definieren. Weil, und das haben wir zum Beispiel in dem Yoga-Stil Embodied Flow, mit dem oder über den ich mit Embodiment in Kontakt kam, immer gesagt, dass Worte leere Hülsen sind, bis wir sie mit Erfahrung füllen. Und in dem Moment, wo wir diese leeren Worthülsen mit Erfahrung füllen, dann gibt es eine Resonanz. Und das, was wir sagen, strahlt nach außen aus. Und das, wie wir es sagen, kommt aus unserer Empfindung und eben aus unserer Erfahrung und wirkt dadurch auch bei den anderen Menschen ganz anders. Und ich habe das auch in der Yoga-Welt immer gesehen, zum Beispiel gerade bei diesem Thema, öffne dein Herz. Ja, klingt fantastisch. Öffne dein Herz. Aber was heißt das wirklich? Das ist so dahergesagt. Das wird so floskelmäßig. Und für mich eben ist das Gleiche so ein bisschen jetzt mit Embodiment passiert, dass es einfach floskelmäßig dahergesagt wird, ohne dass wirklich so diese zelluläre Erfahrung im Körper dahinter ist. Und wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, was Embodiment für mich ist, dann ist es ein Heimkommen zu mir. Wirklich ein komplettes Präsentsein in meinem Körper, natürlich nicht immer, die Einschränkung muss ich direkt machen, aber für mich geht es darum, mich selbst in all meinen Zellen zu spüren, in all meinen Empfindungen zu spüren, auch mich so anzunehmen, wie ich bin und dadurch auf eine Art die Beziehung zu mir zu stärken. Und ich habe das schon öfters erzählt, ich war früher und bin das in der Tendenz sicherlich immer noch, aber früher ganz extrem ein sehr verkopfter Mensch und so einfach abwärts vom Hals war da kein Empfinden. Ich wusste, ich habe einen Körper, aber da hat es dann irgendwie schon aufgehört. Und dementsprechend bin ich auch mit diesem Körper nicht gut umgegangen. Ich mochte den nicht, der war immer falsch, der war zu klein, zu groß, zu dick, zu was auch immer. Und ich habe den nicht gut behandelt. Und durch Embodiment und wirklich diesen Beziehungsaufbau zu mir selbst hat sich da ganz, ganz viel verändert. Und es wurde viel liebevoller und viel weicher. Und irgendwie auch, da ist eine viel größere Wertschätzung dahinter. Und deswegen Embodiment für mich in meiner Erfahrung, die ich bisher gemacht habe und was es bisher bei mir verändert hat, ist wirklich die Beziehung zu mir selber zu stärken, um
gern ich zu sein. Also ich bin gern ich und das habe ich früher nicht sagen können. Und darum geht es für mich. Und was dabei für mich aber auch total wichtig ist, ist, das mache ich nicht, um was zu erreichen. Also ich lerne mich nicht selber kennen, um irgendwie erfolgreicher zu sein oder um ein besseres Business zu haben, mehr zu verdienen, was auch immer die Gründe sein können, sondern dieses mich selber kennenlernen ist ein reiner Selbstzweck. Und das, ich habe mir überlegt, das ist eigentlich genauso wie, wenn ich eine andere Person kennenlerne. Wenn ich einen spannenden Menschen kennenlerne, dann will ich auch einfach die Person kennenlernen. Ich bin neugierig, ich will irgendwie wissen, wie denkt die Person, was macht die Person. Das ist einfach eine Neugier, ohne dass das einem größeren oder einem äußeren Zweck dient. Und natürlich gibt es auch vielleicht die Menschen oder die Fälle, die so ein Kennenlernen wollen faken und wo die eben sagen, ich muss jetzt die Person kennenlernen, weil die kann mich weiterbringen oder ich muss die Person kennenlernen, weil ich irgendwas von der brauche und da ist eine Absicht dahinter. Und für mich ist Embodiment wirklich ein absichtsloses Kennenlernen und in Verbindung gehen mit mir selber. Und die Metapher, die ich gerade gebracht habe, mit wenn wir eine andere Person kennenlernen, die wirst du gleich auch noch klarer verstehen, warum ich die an der Stelle gebracht habe. Weil heute eben ist es so, dass Embodiment ganz oft auch wieder gerade in der Online-Business-Welt so betrieben wird, dass jemand sagt, stell dir vor, du bist heute schon eine Unternehmerin mit 1 Million Umsatz und handle danach. Und da, egal, ob wir jetzt sagen, du hast 1 Million Umsatz oder du sprichst vor Tausenden von Menschen oder was auch immer so halt die Ziele sind, die wir haben könnten, wo irgendjemand uns dann sagt, okay, dafür, um das Ziel zu erreichen, musst du Embodiment machen. Und das Prinzip ist richtig. Dahinter steckt sozusagen das Wissen, dass unser Sein, wer wir sind und wie wir sind, beeinflusst, was wir tun. Und dann natürlich das, was wir tun, unsere Ergebnisse beeinflusst. Und das Modell habe ich in dem Podcast auch schon öfter gesagt, das kennt man auch sonst irgendwie, einfach sein, tun, haben. Du musst erst was sein in dir, eben in deiner Verkörperung. Daraus entsteht, wie du handelst und daraus entstehen die Ergebnisse. Das heißt, wenn mir jetzt jemand sagt, du musst sozusagen diese 1 Million Umsatzunternehmerin sein, dann ja, ist das gut, weil dann handle ich auch wie eine 1 Million Euro Umsatzunternehmerin. Komplizierter Begriff. Aber wenn ich das nicht bin und das nur fake, dann bringt es halt am Ende doch nicht so viel. Deswegen vom Grundgedanken, stell dir vor, du bist es schon und handle danach. Der Grundgedanke ist richtig. Sein, tun, haben. Das ist so die Idee dahinter. Aber wenn ich mir das nur vorstelle und mein tatsächliches Sein noch sehr weit von dieser vorgestellten Realität entfernt ist, dann kommt ganz oft Stress auf. Und zwar, weil wir uns nicht in unser Sein reindenken können. Wir können nicht mit dem Kopf unseren Seinszustand beeinflussen, weil unser Seinszustand an unserem Nervensystem hängt. Das heißt, ist mein Nervensystem entspannt, dann ist mein ganzer Seinszustand entspannt. Ist mein Nervensystem in Alarmbereitschaft, dann ist mein gesamtes Sein in Alarmbereitschaft und mein gesamtes Handeln ist vom Nervensystem her autonom so gesteuert, dass ich entweder kämpfe oder fliehe. Das heißt eben über den Kopf mir vorzustellen, ich bin irgendwas, wenn ich das nicht wirklich fühle, stresst mein Nervensystem, weil es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich ist und dem, was mein Kopf mir da vorgaukeln will. Und wir haben sogar in unserem Gehirn eine Instanz, die ich immer interner Bullshit-Detektor nenne, der sogenannte anteriore zinguläre Cortex oder ACC abgekürzt, der aufdeckt, wenn es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was wir tatsächlich sind und fühlen und dem, was wir uns vorstellen wollen oder was wir uns vorgaukeln wollen. Und wenn da eine Diskrepanz ist zwischen dem Ist-Zustand und dem vorgegaukelten Zustand, dann gibt es auch wieder eine Alarmmeldung und das Nervensystem schüttet Stresshormone aus und so weiter. Und ich will einfach mal ein Extrembeispiel machen, um das noch konkret anzuschauen. Wir stellen uns einfach mal vor, du hast mit deinem Business bisher einen Jahresumsatz von 80.000 Euro und du stehst vor der Entscheidung, eine größere Investition zu machen in irgendeinen Coach oder ein Jahresprogramm, was dein Business sicherlich voranbringen würde.
Aber dieses Programm kostet 50.000 Euro für das Jahr. Das heißt, wir haben einen Jahresumsatz von 80.000 und eine Investition von 50.000. Was jetzt mit diesem Fake Embodiment sozusagen gemacht wird, heißt, stell dir vor, du hast heute schon deine Million Umsatz und handle danach. Und wenn du schon eine Million Umsatz hast, dann ist die 50.000 Euro Investition auch nicht mehr ganz so krass und ganz so dramatisch, wie wenn du 80.000 Umsatz hast und 50.000 investieren sollst. Das heißt, als 1 Million Euro Umsatzunternehmerin würdest du vielleicht diese 50.000 tatsächlich ganz leicht investieren, weil du die Million faktisch hast. Als 80.000 Euro Unternehmerin dir vorzustellen, du hättest die Million und dann danach zu handeln, und ich hoffe, es wird schon jetzt, wenn ich dieses Beispiel bringe, klar, da denkt dein Nervensystem, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Weil du kannst dir noch so sehr vorstellen, du bist schon die 1 Million Euro Unternehmerin, die Million ist nicht da. Da sind trotzdem nur 80.000, und wenn du von den 80.000 50.000 in ein Programm investierst, dann rastet dein Nervensystem wirklich aus. Und was passiert, wenn dein Nervensystem ausrastet? Es geht in den absoluten Gefahrenmodus und sämtliche Alarmglocken schrillen und sämtliche Stresshormone, die irgendwie nur noch da sein können, werden ausgeschüttet. Dein ganzer Körper geht sozusagen wirklich in diesen Überlebensmodus, indem er darauf gepolt ist, nur nach Gefahren zu suchen. Da wird unser Denken auch negativer, weil wir vermuten überall die Gefahr. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, unser Handeln ist geprägt von Kampf oder Flucht. Also wir sind vielleicht generell irgendwie gereizt. Vielleicht haben wir investiert und bereuen das sofort. Und dann beziehen wir das auf die andere Person, die uns vielleicht davon überzeugt hat, die uns zum Verkauf getrieben hat. Und wir sehen uns als Opfer, wir bekämpfen die anderen. Also das am Ende bringt nichts. Und diese Entscheidung, die wir vielleicht aus irgendeinem Fake, aus einer Vorstellung getroffen haben, die macht uns am Ende total viel Angst und die stresst uns. Und die wird, selbst wenn wir dann in diesem Programm drin sind, die wird unser Business nicht voranbringen. Weil wenn wir in diesem Angstmodus sind und nur noch uns denken, wo kommt das Geld her und wie kann ich das machen, wir werden einfach nicht weiterkommen, selbst wenn die Inhalte prinzipiell vielleicht gut wären und uns auf einem anderen Level tatsächlich auch voranbringen würden. Die letzte Konsequenz aber von diesem mehr Stress im Körper zu haben, ist, dass wir uns selber weniger spüren. Und auch das habe ich jetzt wirklich in ein paar Podcasts schon gesagt und ich mag es trotzdem noch mal kurz erwähnen. Wenn unser Körper oder unser Nervensystem im Gefahrenmodus läuft, reduzieren wir die Fähigkeit, uns selber zu spüren, weil wir zu sehr im Außen sind und nicht mehr wahrnehmen können, was passiert in unserem Körper. Jetzt ist aber Embodiment ja eben genau das Wahrnehmen von dem, was in unserem Körper ist, das in unserem Körper daheim sein und nicht außer uns sein vor Angst, vor Frust, vor irgendwas, sodass wir sozusagen wirklich in dem Moment, wo wir irgendwas faken und danach handeln, ganz häufig mehr Disembodiment im Körper schaffen. Das heißt, die Verbindung zu uns selbst noch mehr unterbrechen und uns wirklich einfach noch weniger spüren können. Und deswegen wirklich, wenn wir Embodiment üben wollen, und ich weiß gar nicht, ob man Embodiment üben kann, aber wenn wir sozusagen unseren Seinszustand, ich formuliere es mal so, wenn wir unseren Seinszustand verändern wollen, weil wir wissen, dass wie wir sind, unser Handeln beeinflusst und dass unsere Ergebnisse, dann kann das trotzdem nicht über den Kopf stattfinden. Wir können uns nicht ins Fühlen reindenken, wir können uns nicht in Embodiment reindenken, und eine Vorstellung von, stell dir vor, du bist es, davon ist wirklich noch gar nichts passiert, außer eben unter Umständen, wie ich es gerade erklärt habe, viel, viel mehr Stress. Und ich habe mir dann überlegt, was ist denn eigentlich so das Hauptproblem mit diesem, stell dir vor, du bist es schon und dann handle danach. Und aus meiner Sicht ist ein ganz großer Faktor eben, dass es zielgerichtet ist. Wir beschäftigen uns nicht mit uns selber, und da kommt jetzt wieder diese Metapher von vorhin ins Spiel, wir beschäftigen uns nicht mit uns selber, um uns kennenzulernen, um die Beziehung zu uns zu verbessern, um uns wertzuschätzen, sondern wir
missbrauchen eine Fake-Beziehung zu uns selbst, um irgendwas anderes zu erreichen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Will ich wirklich mich kennenlernen, einfach weil ich neugierig bin und weil ich die Beziehung verbessern will und weil ich irgendwie, ja, einfach interessiert dran bin, zu schauen, was in mir alles abläuft? Oder missbrauche ich sozusagen dieses Embodiment? Stell dir vor, du bist es schon, weil ich eigentlich was ganz anderes will. So als würde ich eine Person nur fadenscheinig kennenlernen wollen, weil ich eigentlich was von ihr brauche, weil ich vielleicht irgendwie ihre Quellen brauche, weil ich vielleicht eine Info brauche, weil ich glaube, dass die Person mich weiterbringen kann. Und das ist von der Energie her was total anderes. Und deswegen, echtes Embodiment für mich ist in erster Linie nicht zielgerichtet. Da geht es nicht darum, mich kennenzulernen, um dann eine Million zu generieren. Oder es geht nicht darum, die Beziehung zu mir zu verbessern, um dann irgendwie selbstbewusster vor Leuten zu sprechen. Das sind Sachen, die passieren in der Folge automatisch. Aber mein erstes Interesse sollte nicht dem äußeren Ziel dienen oder gelten, sondern mein erstes Interesse sollte wirklich einfach eben dieser Beziehungsstärkung zu mir selber gelten oder dienen. Und ich hatte in der Episode 183 war das, wo ich das Neuroembodied Healing Framework vorgestellt habe, da habe ich ja zum Beispiel auch über die Neuroembodied Praxis der Stressorgane gesprochen. Also wie man zum Beispiel, oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ich fange anders an. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen wirklich uns selbst kennenlernen, dann kann ich einfach erstmal wirklich nur anfangen, mich selber zu spüren. Also, und alle, die jetzt zuhören, genau in dem Moment, spür, was deine Fußsohlen machen. Stehst du irgendwo? Läufst du? Wie fühlt sich das an? Spür den Rest von deinem Körper. Gibt es Körperstellen, die Kontakt haben mit irgendwelchen Stühlen oder Sesseln? Oder vielleicht auch einfach irgendwelchen Wänden, lehnst du dich irgendwo an. Also das ist so der erste Einstieg, wirklich einfach nur zu spüren, was ist da. Dann können wir vielleicht auch ein bisschen tiefer tauchen und nicht nur äußere Kontaktflächen spüren, sondern auch, was macht mein Herzschlag oder wie ist mein Atem, wie bewegt sich mein Brustkorb durch die Atmung. All das sind Sachen, in denen oder mit denen ich anfangen kann, sozusagen mehr und mehr diese einfach kleinen Nuancen und vielleicht subtile Veränderungen in meinem Körper wahrzunehmen und dadurch mich besser wahrzunehmen. Das ist so ein Aspekt. Aber, und jetzt komme ich nochmal zurück zu der Neuro-Embodiment-Praxis der Stressorgane, die ich angesprochen habe. Wir können auch mit einer Embodiment-Praxis wirklich in Organe gehen. Wir können unsere Nieren kennenlernen, das ist so ein Beispiel, was ich ganz gern verwende. Und da wurde ich eben in dieser Unterhaltung neulich dann auch gefragt, okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will in das Embodiment meiner Nieren gehen, ich will meine Nieren kennenlernen, da gehe ich doch auch erst mit der Vorstellung rein. Und das stimmt. Wenn wir, und wir haben das neulich in der Ausbildung auch gemacht und für die, die sich für die nächste Ausbildung interessieren, das ist was, was da auch auf jeden Fall kommt, da schauen wir erstmal an, okay, wo sind unsere Nieren lokalisiert? Wie groß sind die? Wie sehen die aus? Einfach, weil unsere westlichen Köpfe trotzdem gern Wissen haben. Und bevor wir die Nieren nicht wirklich in uns kennengelernt haben, gehen wir eben tatsächlich auch erstmal mit der Vorstellung hin. Das heißt, ich kann so meinen inneren Blick in die Region lenken, wo meine Nieren sind. Ich kann mir die erstmal visualisieren und kann dann mehr und mehr da reinfühlen. Und die Frage, die aufkam, war dann eben, okay, inwiefern ist jetzt die Vorstellung, mit der wir als erstes Mal in unsere Nieren reingehen, inwiefern ist die anders als die Vorstellung von, ich bin eine 1-Million-Euro-Unternehmerin? Und hier eben ist wirklich so diese Absichtslosigkeit aus meiner Sicht der absolut große und wirklich entscheidende Unterschied. Weil wenn ich eben mir vorstelle, ich bin eine 1-Million-Euro-Unternehmerin, dann fake ich die Realität. Das heißt, ich verleugne die Realität. Ich bin auf eine Art auch mit der Realität nicht einverstanden, weil sonst müsste ich nicht irgendwie was anderes vorgeben oder mir vorstellen. Und das eben führt im Nervensystem zu Stress, wie gesagt, über diesen internen Bullshit-Detektor. Wenn ich jetzt in meinen Körper reingehe und hier meine Nieren suche, weil ich weiß, die sind da irgendwo, dann lenke ich halt den Blick schon mal so ein bisschen in die Richtung, wo ich sie vermute, weil sie da bei den meisten Leuten sind. Aber das ist immer noch die Realität. Ich fake nicht, dass ich sie fühle.
ich schaue einfach nur, als würde ich irgendwie, ich wüsste, ich habe mein irgendwie, keine Ahnung, was kann ich runterfallen haben, das? Ich habe irgendwie, es fällt mir spontan nichts ein. Sagen wir, ich muss eine Tablette nehmen und mir ist die Tablette runtergefallen. Und ich weiß, hier ist sie runtergefallen. Das heißt, es gibt einen gewissen Radius, in dem ich nach der Tablette suche. Jetzt mit den Nieren mache ich das Gleiche. Ich weiß, hier sind sie und das ist der Radius, in dem suche ich danach. Ich leuchte einfach mal mit der Taschenlampe dahin. Aber ich tue nicht so, als wäre was anderes. Und dann spüre ich vielleicht was und vielleicht auch noch nicht. Und ich lasse es gut sein, weil es geht nicht um ein Ziel und es geht nicht darum, irgendwie jetzt da verbissen reinzukommen, sondern es geht einfach um die Neugier, dahin zu spüren. Und ich sage zum Beispiel auch immer, wenn wir bisher nur über Liebe gelesen haben, dann können wir aus Büchern Liebe irgendwie vielleicht auch eben mit den gleichen Worten wiedergeben, die jemand anderes geschrieben hat. Aber wenn wir uns das erste Mal verlieben, dann wissen wir, das ist es, weil wir die Empfindung dazu haben. Und vielleicht haben wir dann aber auch andere Worte als das, was in Büchern dazu stand, weil es ist unser eigenes Embodiment vom Gefühl verliebt sein. Und genauso ist es mit den Nieren. Vielleicht kann ich mir am Anfang nur vorstellen, wo sind sie, weil ich das in Büchern gelesen habe, wie sehen sie aus. Und dann gehe ich da rein und dann praktiziere ich ein bisschen damit und ich bin absichtslos einfach da, um zu schauen, was passiert und was tut sich. Und mit der Zeit kann dann diese Empfindung aufkommen. Und in dem Moment, wo sie da ist, wissen wir, ah, das ist es. Und dann sind wir in der Verkörperung. Aber wir haben die nicht kennenlernen wollen, um die Million zu machen, sondern um sie kennenzulernen. Und auch hier nochmal diese Metapher: Wenn dich jemand nur kennenlernen will, weil er was von dir braucht, fühlt sich das nicht so schön an, wie wenn dich jemand kennenlernen will, weil er oder sie einfach dich kennenlernen will. Und genau das machen wir mit der Embodiment-Praxis, wenn wir wirklich anfangen, so in die ganzen tieferen Körpersysteme einzutauchen, die ein Aspekt sind und nicht der absolut notwendige Aspekt, aber eben einfach auch helfen, unsere Stressphysiologie zu regenerieren, wenn wir das machen wollen. Aber wie gesagt, ein Embodiment erstmal auch übers Absichtslose und nicht verändern wollende reinspüren in den Körper ist fantastisch. Und ich hatte das vorhin auch gesagt, dass sozusagen über unser Nervensystem und den Zustand, in dem unser autonomes Nervensystem sich befindet, das entscheidet darüber, in welchem Seinszustand wir uns befinden. Das heißt, wenn ich mehr und mehr Embodiment im Körper und nicht in der Vorstellung praktiziere und meinen Körper kennenlerne und in mich spüre, dann zum einen reguliert sich das Nervensystem wirklich langfristig, weil wir dem, was da ist, einfach Raum geben, weil wir das nicht mehr mit irgendwie Essen oder Trinken oder sonstigen Ablenkungen überdecken, weil wir das nicht bekämpfen und die Realität verändern wollen, sondern weil wir einfach nur annehmen, was wir in uns wahrnehmen können. Und das reguliert das Nervensystem. Und wenn das Nervensystem dann reguliert ist, dann führt das automatisch dazu, dass wir noch mehr uns selber spüren, weil wir eben nicht mehr im Außen nach der Gefahr suchen müssen, sondern weil wir wirklich bei uns sein können. Das heißt, durch dieses ganz sanfte in sich reinspüren, wird unsere Fähigkeit, in Beziehung mit uns selber zu sein, verbessert. Und in dem Moment, wo ich in einer besseren Beziehung mit mir bin, wo mein Nervensystemzustand entspannt ist, wo mein gesamtes Sein entspannter ist als vielleicht noch vorher, da handle ich dann auch wieder anders. Da kommt dann wieder dieses Sein, Tun, Haben zum Tragen. Das heißt, ich mache andere Handlungen, die mir aus einem entspannten, aus einem Selbstbewusstsein, aus einem optimistischen Seinszustand kommen und das führt zu anderen Ergebnissen. Das heißt, dieses anders Handeln ist die Folge von echtem und bewusstem Embodiment. Aber wir fangen wirklich beim Embodiment an und nicht irgendwie beim, wir wollen das jetzt faken, um im Außen irgendwas zu erreichen. Und deswegen eben dieses Sein, Tun, Haben, absolut korrekt. Aber wir können uns nicht ins Sein reindenken, sondern wirklich am Körper ansetzen, bei dem, was wir fühlen, bei all unseren Empfindungen. Und das war meine heutige kleine Episode darüber, warum ganz viel Embodiment Praxis oder ganz viele Embodiment-Tipps, die wir heutzutage so hören, warum die eben wirklich eher ein bisschen problematisch fürs Nervensystem sein können. Und da mag ich einfach dir wirklich auf den Weg geben, wenn es irgendwas gibt,
wo du sagst, aber ich würde da gern hinkommen, fang trotzdem erstmal nur mit dem Nervensystem und dem Spüren an und nimm dir dafür auch die Zeit, weil das ist auch was, was ich dann oft merke, dass dann eine Ungeduld kommt, weil okay, jetzt, ich will ja immer noch die Million, jetzt nehme ich mir halt erstmal die Zeit, mich selber zu spüren und dann ist nach 3 Tagen noch nichts passiert und dann kommt so, oh, aber wann habe ich jetzt meine Million? Wirklich, wir wissen nicht, wie lange es braucht, eine Person ganz und gar kennenzulernen. Und wir wissen auch nicht, wie lange es braucht, uns kennenzulernen. Aber der Weg lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn wir unseren Seinszustand geschiftet haben und wenn wir mehr bei uns sind und uns besser spüren und unserer Intuition mehr vertrauen und selbstbewusster sind, dann wirkt sich das ja auf all unsere Lebensbereiche auf. Deswegen ja, es kann vielleicht ein bisschen aussehen, als würde es lang dauern, aber der Effekt, den es am Ende hat, der ist grandios und eben viel nachhaltiger, als wenn wir heute faken wollen, irgendjemand zu sein, der wir ja trotzdem nicht sind, dann unser Nervensystem stressen und am Ende auch nichts erreichen. Deswegen, es gibt ja dieses schöne Zitat, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und das würde ich sagen, trifft für Embodiment, für Neuroembodiment, für Nervensystemregulation generell zu. Nimm dir die Zeit, dich kennenzulernen und der ganze Rest kommt dann in der Konsequenz. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!